Oh, wie geil das immer ist. Wo bin ich? Ich bin nicht dort, wo er sein sollte. Ich wollte eigentlich zu der Höhle hier, verdammt. 15 Meter zu früh gedrückt, Alter, scheiße. Eigentlich wollte ich hier hin. So, die Höhle, der Eingang ist hier. Geh mal in Virgils Labor und bring ihm sein Zeug wieder, Alter. Das muss auf jeden Fall mal sein. So, wo steckst du, Virgil? Hallo, Virgil. Schütze und Biene. Ach, da hinten. Ach, ich hab ihn glatt übersehen, da am Schrank. Hi, gut, Virgil. Gut, schön, dass der Transmitter dich nicht komplett verdampft hat. Sollte es das? Hast du das erwartet? Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlicher war es, dass er in die Luft fliegt. Aber das ist er nicht. Du hast es geschafft. Wo ist das Serum? Kann es nicht finden. Ach, was soll das denn? Serum geben? Ja, hier ist es. Das ist es. Das ist es wirklich. In Ordnung. Mal sehen. Mal sehen. Ich würde diese Dämpfe nicht einatmen. Das Retrovirus ist gut gereift. Der Dichtegradient ist hoch. Rekombinante gegen Intronsequenzen sehen stabil aus. Transkriptive Exonstränge haben sich gebildet. Also? Das ist also gut? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, was tust du jetzt? Hallo? Auf den Tisch klettern, das mache ich auch immer, wenn ich in Panik ranzuziehe. In Ordnung. Los geht's. Alter, das nenne ich mal eine Spritze, ne? Und jetzt warten wir. Wie lange? Hat nicht funktioniert, es wird funktionieren, sarkastisch, wie lange? Wie lange wird es dauern? Ich weiß nicht. So etwas wurde noch niemals versucht. Ich werde mich ausruhen. Komm in ein paar Tagen wieder, vielleicht in einer Woche. Dann werden wir sehen. Auf jeden Fall hast du deinen Teil der Abmachung eingehalten. Danke. Bitte, bitte, das habe ich dir versprochen, mein Freund. Ach nee, hier raus kann ich keine Schnellreise machen. Dieses Speischen hatten wir ja schon. So, wie geht's jetzt hier wieder raus? Wie bin ich hier reingekommen? Ich komme hier nicht mehr raus. So, hier lang. Zack. Ab durch die Mitte. Jetzt muss ich noch zurück den Netzwerkscanner-Chip abgeben. Obwohl, ich möchte mich eigentlich meinem Sohn anschließen. Weil es ist mein Sohn, Mann. Ich kann ihn doch nicht hintergehen. Mein Gott, das ist mein Sohn. Das geht nicht. So, jetzt muss ich aber erstmal... Was ist denn hier für eine Mission? Triff dich mit dem Runner. Ja, erstmal nach Sanctuary Hill. Ja, komm her, erstmal dahin. So. Hallo? Ah ja, das Leuchtmesser am stärksten verstrahlte Bereich im gesamten Commonwealth. Angeblich sind dort die... Ah, da dort ist ja Atombombe eingeschlagen. Okay. Wo ist er, mein Freund? Ah, jetzt können wir was ganz anderes machen, ne? Jetzt stelle ich mich erstmal hier hin. Mache I. Gehe in Hilfsmittel, irgendwie ist Schrott. Und dann mache ich den hier. Blablabla. Weg damit. Alles raus hier aus den Taschen. Weg, 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 weg. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß so weg? Zack, da, 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 weg, 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 weg. Alles raus hier. So, alles wird verarbeitet, ey. Ich gehe kaputt. So viel Müll habe ich in meinem Lebtag noch nicht mitgeschleppt. Inventar diverses. Hilfsmittel, Kleidung. Unnötige Kleidung. Standard, die Waffen. Waffen. Jede Waffe, die ich 15 Mal habe, brauche ich nicht. Die habe ich 6 Mal dabei. Weg. Komplett weg. Die brauche ich nicht. So, Springmesser weg. Synthesgranate. Was? Transmittergranate? Okay, was bringt die? Keine Ahnung. Vertibird. Ich muss nur gucken, dass ich Waffen, die ich doppelt habe, auf jeden Fall loswerde. Aber ich, so viel habe ich gar nicht doppelt, sehe ich gerade. So, jetzt gehen wir in die Werkbank. Und werden alles hier verwerten, weil ich habe keinen Bock mehr. So, alles... Alles verwerten, alles wird verwertet. Alter, jetzt habe ich so viel Scheiße hier. Nein, möchte ich nicht einlagern. So, 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 so. Alles muss irgendwo verwertet werden. Nuklearmaterial, alter Schwede. So viel Scheiße kann man doch gar nicht besitzen. Was ist das? Keine Ahnung, was es ist.
Alter, so viel Zeug aus dem Institut, was ich hier verwerten kann. Ist echt hardcore, wie viel die da hatten, ne? So. Oh, immer noch mehr. Keramik? Nee, Glas. Das sind Glasvasen. Alter, es nimmt gar kein Ende, ne? So, Alter, das soll es gewesen sein erstmal. Oder habe ich noch mehr? So, nee, Escape verlassen. So, Alter, das ist nicht mal Materialverarbeitung. So, jetzt kann ich hier meinen Anzug. So, ich muss meinen Anzug verlassen. Dafür muss ich eh drücken, genau. Ich muss die unbedingt mal reparieren, weil so ganz fit war der ja auch nicht mehr. Da war ja auch schon so ein wenig geschrotet, wenn ich mich nicht täusche. Herstellen. Ach nee, ist doch alles heile. Ach nee, jetzt hier reparieren. So, jetzt ist auf jeden Fall wieder alles heile. So, Ausrüstung modifizieren. Kann ich noch ein bisschen was ändern? Optimieren Armschienen. Nee, kann ich leider nichts. Okay, ich kann nicht viel machen. Ich dachte, ich könnte ein bisschen mehr machen. Aber das ist ja wohl Pustekuchen gewesen. So, jetzt Eingabe. Ich möchte dort wieder einsteigen. So. Perfekt. Und jetzt rein in die gute Stube. Sauber. So. Dann wollen wir noch das Holoband abgeben. Mal sehen, ob das irgendwas bringt, das Holoband. Wo ist er denn? Hallo? Wo rennt er denn schon wieder rum? Der rennt doch hier wieder irgendwo rum. Ist doch wieder irgendwo hier am Rumeiern. Wo bist du? Da vorne stehst du rum. Zurück haben wir hier unsere Mauer gebaut, was auch immer die bringt. Ich weiß es zwar nicht, aber sie wird schon was bringen. Viele Leute können Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Ja, das glaube ich dir. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Hier ist das Holoband, das du mir gegeben hast. Voller Daten des Instituts, hoffe ich. Okay, ich fange gleich mit der Analyse an. Mal sehen, ob ich daraus schlau werde. Ja, was willst du finden? Wahrscheinlich nutzlos, nichts. Nicht unser Feind, Zeitverschwendung. Probieren wir mal das hier. Das Institut ist nicht unser Feind. Ich weiß, aber es schadet nie, auf alles vorbereitet zu sein. Nur für den Fall, dass sie auf die Idee kommen, dass das Commonwealth nicht groß genug für uns alle ist. Das ganze gute Zeug darauf wird verschlüsselt sein. Also muss ich zuerst versuchen, die Verschlüsselung zu knacken. Danach muss ich schauen, was dabei ist. Ich habe keine Ahnung, was wir alles von ihrem Zentralrechner runtergeholt haben. Da bin ich echt auch mal gespannt, was ihr da alles runtergezogen habt. Und laufe jetzt mal eine Runde weiter hier. Habe noch eine Mission, zwar mich mit dem anderen Runner zu treffen. Hier habe ich auch noch so Teddings Kooperative. So, ich habe hier... Was ist hier? So, da möchte ich hin. Oh, da war ich noch nicht, doch. Nein, da war ich noch nicht. Scheiße. Echt, da bin ich echt noch nicht gewesen. Hier war ich doch schon. Nein, auch nicht. Hier war ich? Ja, da war ich schon. Da kann ich hinreisen. Boah, ich würde sagen, wehe, ich muss das ganze Strecke laufen. Aber ich kann relativ nah, ja, relativ nah rangehen. Also es geht schon fit. Es geht auf jeden Fall fit. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt diesen Sint-Anführer dann kriegen. Aber mit einem Runner zusammen sollte das alles ja gar kein Problem sein. Paladin Dance hat ja leider, nichts mitbekommen von dem, was passiert ist. So, und jetzt müssen wir dort den Fluss entlang runterlaufen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in die Suppe knalle. Ich muss erstmal noch geradeaus über den Fluss. Muss eigentlich Luftlinie nochmal hier durch. So, grob gesehen, ne? Ja, hier durch. So. Ich hoffe, ich saufe nicht wieder so ab, dass ich nicht wieder hochkomme, wie beim letzten Mal. Das war ja echt bitter. Alter. Hardcore, Junge, ich lasse dich nicht ersaufen. Dieser Anzug muss echt mega wasserdicht sein. Oh Gott, Alter, komm schon. Läuft, Alter, wir sind hochgekommen. Sehr nice auf jeden Fall. So, geradeaus und die zweite rechts abbiegen, so. Ich würde gerade sagen, was ist das denn? Sah aus wie so ein Zombie, der sich irgendwo drüber beugt. Oh nein. Nein, wo ist Paladin Dance? Ich hasse die Todeskrallen. Die sind voll nervig. Die will ich nicht. Nee, ich muss die nächste runter. Verdammt, das heißt, ich muss an der Todeskralle vorbei. Obwohl, ich komme vielleicht so rum. Vielleicht komme ich ja so dran vorbei. Das wäre echt cool, weil ich habe echt keinen Bock auf die Todeskralle. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, fuck, die Vögel aufgeschreckt. Da kommt Paladin Dance. Ich bitte, Alter, wenn du die anziehst, ne, ich knatsch dich weg. So, hier muss ich jetzt rechts abbiegen irgendwo. Hier sollte eigentlich ein Weg rüber sein. Und hier ist ein Weg rüber. Ahaha, das sind wir doch richtig. Ich wollte gerade sagen, hier muss doch jetzt irgendwo ein Weg rüber sein. Ah, Mann, meiner hätte ich den Weg nicht gefunden. Ach, ich habe keine AP mehr.
Ihr kleinen Pisser! Liegen hier einfach Granaten auf der Brücke rum. Aber na gut, aber der Runner muss doch hier schon lang gekommen sein. Wieso hat der die Granaten nicht entschärft? Komisches Völkchen auf jeden Fall. So, der Runner sollte dort hinten auf mich warten. Okay, aber wo? Och nee, ein Aggressor. Keine Gefangenen. Na komm, gönn ihn dir, Paladin Dance. Na komm, Paladin Dance. Was zum Teufel ist mich schief mit dir? Oh, alter, alter, alter Junge, du bist auch ein kaputtes Vieh, ne? Es gibt nichts, was ich lieber tue, als ein anderes Schwein für sein Land sterben zu lassen. Na komm! Könnte die da oben eventuell mal für mich kämpfen? Die gehört doch nicht zu mir. Alter Schwede. So, auf die da oben ist auch kein Verlass. Paladin Dance ist auch irgendwo abgenippelt anscheinend. Aber wo ist denn der eigentlich? Ach, der hängt da an der Brüstung. Ja, super, Kollege. Jetzt stehst du wieder auf. Ne? So mega spät. Halb tot bin ich schon. Dann stehst du erstmal wieder auf, Alter. Du bist auch so ein Gartenpiepe, ey. So. Ach, da sind sie gelandet. Ach so. Kommen sie doch nochmal irgendwann runter. Oh mein Gott, Alter. Warum kommen die eigentlich jetzt erst runter? Jetzt starten sie direkt wieder. Ihr seid doch Pissnaken. Ach so, die haben Leute abgesetzt. Das ist eine Mission. Leute, wie geil ist das denn? Oh nein. Wann werden sie es lernen? Du Dreckiger. Bereit. So, Paladin Dance, du musst mal mit hierher kommen. Guck dir das an. Das ist nicht möglich. Dürfte nicht lange dauern. Mehr hast du nicht drauf. Ich will mich da nicht einmischen. Du musst ihn töten. Ich will mich da nicht einmischen. Ich darf mich doch nicht einmischen, weil das geht nach hinten los. Verdammt. Paladin Dance, sie müssen auf jeden Fall in die Ecke gehen. Hier ist noch jemand. Was ist das hier? Versteckt. Aber warum müssen wir auch ausgerechnet jetzt hier eine Mission starten? Mal ohne Spaß. Wo ist der Runner? Komm schon, wo bist du? Da oben ist er. Hey, warte da. Was willst du? So, kämpfen sie noch gegen dich? Nee, ne? Ah, komm schon, flieh herauf. Das kann wohl nicht wahr sein. So, mein Freund. Fall schon um, ich hab noch anderes zu tun. So, sorry, dass ich die erledigen musste, aber was sollte ich anderes tun? Ja. Und sorry, dass ich gerade so wenig rede. Jetzt will er auch noch gegen die kämpfen. Bist du dann besoffen? Hat er jetzt echt den Heli runtergeholt? Lol, hat er echt? Die brennen. Lol, der Runner geht da richtig ab, Alter. Was ist los mit dem? So, was haben wir hier? Man weiß nie, was man findet. Der Runner hat das Ding abgeschossen. Geste kaputt. Es qualmt, es brennt. Aber es kommt noch nicht runter. Oh, jetzt kämpft er gegen die Nächsten. Oh. Mensch, Junge, jetzt gib doch endlich auf.
Wo ist jetzt der fucking... Jetzt steht er unter... Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Nee, ne? Das nennst du einen Kampf? Na super, Alter. Ich bin hier, glaube ich, so eine richtige Falle gelatscht. Also hier sitze ich ja mal richtig fest. Super. Und auch noch unter Wasser. Ich komme nicht nirgendwo hoch hier. Du hättest aufgeben sollen. Komm, da komme ich, glaube ich, hoch. Hier komme ich hoch, ja. Hier komme ich hoch. Na komm schon, hier muss ich auch irgendwo hochkommen. Soll irgendwo einen Weg gehen, falls er mal ins Wasser donnert, ey. Alter, was denn hier abgeht, ne? Was ist doch unnormal. Ich muss das erstmal ohne dich erledigen, weil wir haben sonst ein Problem. Schützen. Das wird schnell gehen. Nein, nicht schon wieder ins Wasser gefallen. Ich gehe kaputt. So eine Scheiße aber auch. Was ist denn heute los mit mir? Super, hier komme ich auch nicht weg. Das ist eine schwimmende Insel. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückeiern und hoffen, dass hier... Ah, ich muss echt besser aufpassen, wo ich hinlaufe, weil ich sterbe hier unten noch, ne? Ich komme hier nicht... Ich muss hier wieder ewig lang suchen, bis ich wieder hochkomme. Dieses Flugzeug da oben ist auch total zum Kotzen. Ah, scheiße, scheiße. Ich hätte Paladin zu Hause lassen sollen. Oh, Mann. So, ich mache nochmal Schnellreise. So, ich mache Schnellreise hier hin. Sanctuary Hills, ja. Hat gar keinen Sinn. Also, ich komme da nicht aus dem Wasser raus, sitzt da fest, Paladin Dance. Ich muss die Institutsbrüder leider, ja, die Institutsbrüder unterstützen. Das heißt, ich muss also die Paladine töten, die Bruderschaft verraten. Ich bin einfach eindeutig Mitglied in zu vielen Gemeinschaften, das geht so nicht. Hey. Brauchst du was? Bleiben. Paladin Dance, aufgepasst. Stimmt was nicht? Komm schon. Ich kümmere mich drum. Beziehungen wegschicken, wegschicken. Es wird wohl Zeit, das Team aufzuteilen. Bestätigt. Ich versuche, mich nützlich zu machen, während du fort bist. Ad Victoria. Du bleibst mit den Sanctuary Hills. So, jetzt möchte ich gerne noch einmal reisen. Und zwar bitte ohne den ganzen halben Weltkrieg. Und zwar hierhin. Zum Teufel nochmal, die machen mich echt fertig. Und hier mal einmal den Pitboy überholte Version mit Runner Chip. Version 15.1.3.7.8.4. Sehr nettes Gerät, auf jeden Fall empfehlenswert. Sollte jeder sich kaufen, anlegen. Sofort kaufen auf meinem Channel für nur 1700 Euro. Empfehlenswert hoch 10. So, wo ist der scheiß Runner? Hängst du immer noch unter der alten Gurke da unten fest? Nee, er räumt hier gerade die Stadt auf. Keine Munition, kein gar nichts. Was soll ich machen? Wieso habe ich eigentlich schon wieder keine Munition mehr? Das ist so gerade... Ich habe doch eben gerade noch Munition gehabt für irgendeine Waffe. Ich habe doch so viel Munition mit hergenommen. Wie kann die denn schon wieder komplett leer sein? Boah, Alter. Unglaublich. Das Schloss sieht stabil aus. Hat sie verloren. Scheiße, scheiße, scheiße. So total munitionsleer bin ich jetzt schon wieder hier. Habe ich eine Waffe, die 38mm Patronen verschießt? Ihr habt doch bestimmt schon wieder so unendlich viel 38mm Patronen hier. So, Was ist das? Baseball in Billardkö. Also jetzt geht's ja wohl los. 38mm Impro-Pistole. Ja, super. Okay, die nehmen wir jetzt aber. Ich habe nichts Besseres. 229 Schuss, dann siehst du, läuft doch. Wo ist der verfickte Runner? Der rennt auch schon wieder hier irgendwo rum. Ach, der paddelt da gerade eine Runde. Meint er, wäre cool oder was? So ein Troll, Alter. So ein richtiger Troll, der Kerl. So, ach, hier haben wir die erste Hilfe. Wo schießt der denn? Ach, da oben. Na komm her, jetzt bist du fertig, du kleiner Pisser, Alter. Das lässt sich mir nicht gefallen. Okay, mach ihn nochmal. Wie du möchtest. Gar kein Problem.
Darauf stehe ich doch, das nochmal zu machen. Ich mache es doch gerne. Immer und immer wieder. Bis ich langsam und leise verrecke, weil ich schon wieder ins Wasser gefallen bin. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, Schnellreise. Das ist der schnellste Weg, wieder aus dem Wasser rauszukommen. Ey, das ist ja zum Kotzen heute. Was ist denn los hier? Ich versinke hier wie die Titanic. Na komm, lad schneller. So, wo ist der Runner? Der alte Sack steckt doch irgendwo im Wasser. So, nichts dabei, nichts Gutes, nee. Der Runner scheint irgendwo rechts zu sein. Ich glaube, der schwimmt da irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt, aber irgendwo steckt er auf jeden Fall. So, der muss, muss ich hier rüber? Eieiei, ich darf auf jeden Fall nicht ins Wasser gehen, weil ich saufe ab wie, ich schwimme wie eine Bleiente quasi durch diesen scheiß Anzug. Handschellen. Das ist ja immer absurder, was ich hier finde, ne? Die müssen nicht noch ein Video oder sowas. Nö, nicht wenn ihr mich mit Munition versorgt, ihr blöden Penner. Ja, super. Geh mal schwimmen, genau. Geh mit den Fischen schwimmen. So. C. Oh, Alter, Alter. Na super. Ich bin wieder am Wasser. Was macht man, wenn man am Wasser ist? Natürlich schnell laden, weil das geht am schnellsten. Was haben wir auch anderes zu tun, als ein ganzes Spiel schnell zu laden? Ja. Warum kann ich keine Schnellreise machen? Und feine Ernese. Ich muss ja immer weggehen oder was? Oh, Alter. Und ich komme nicht hoch. Ich bin zu schwer. Ja, du bist getroffen. Aber ich auch. Na komm, ich muss hier weg. Oh, scheiße. Kann ich jetzt schnell reisen? Oh, komm schon. Ist das deren Ernst? Ich sitze am Grund des Meeres fest. Ich bin einfach zu fett. Viel zu schwer. So, jetzt bin ich auch weit genug weg, oder? Ja, geht doch, ey. Sagen, jetzt muss ich jetzt 10 Jahre unter Wasser bleiben, weil ich einfach mal ins Wasser gesprungen bin. So eine Scheiße aber auch. Habe ich noch eine bessere Waffe, die 38mm frisst, ey? Schrot. Alles nicht so, was ich habe, ne? Auf 45mm habe ich auf jeden Fall. Und da habe ich ein bisschen was, was Wumms macht. Eine andere 45mm gehabt, oder nicht? Ja, ne, bleibt bei der Pistole. Bleibt auf jeden Fall bei der Pistole, ist besser als nichts. So. Kann ich von hier aus auch rüber? Eventuell, das wäre natürlich auch cool. Lol. Auf jeden Fall ein lustiges Schild. Ah, okay, kann ich nicht. Ich kann es auch nicht riskieren, irgendwo daneben zu springen, weil wenn ich im Wasser lande, bin ich im Wasser, dann bin ich erstmal abgesoffen. Lasergewehr, super, aber ohne Laserpatronen hilft mir das nicht. So, jetzt hier wieder rüber. Alter, ich muss unbedingt die andere Seite entdecken. Ach, Level Up. Warum denn? Was habe ich denn geschafft? Was habe ich denn erreicht? Was habe ich denn getan für mein Level Up? Das wusste ich jetzt mal echt ganz gerne. So, hier rüber. Dann vorsichtig hier rüber. So, dann hier rüber. Ich würde auch gerne mal mit dem Runner endlich reden, weil das ist ja auch ein Missionsziel von mir. Da ist er nur am Kämpfen hier. Ja, komm her. Wo ist der Pisser? Na komm her, du scheiß Ödländer. Ja, komm, noch mal auf die Fresse. Ach, weil es so schön war. Noch einmal, ne? Ja, komm. Genau so. Impro-Maschinenpistole. Ja, super. Nee, ist auch nicht viel geiler. So, der ist ja schon wieder im Kampf. Das ist ja unglaublich, ne? Der Kerl ist gerade aus dem Fight raus und hängt direkt wieder drin. Der kommt ja gar nicht zu, der Kerl. Wie soll ich denn da mal mit ihm reden? Du lebst noch. Na, nochmal. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Experte. Ich
bin kein Experte im Schlossknacken, das weiß ich, aber wie soll ich denn das jetzt bitte sehr machen? Mit dem fetten Wummanzug hier rüberspringen oder was? Nein, 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 nein. Oh Mann. Komm schon, das kann nicht der Ernst sein. Es ist doch nicht der Ernst der Lage. Super. Kannst du, kann ich auch nicht hier lassen, ey. So. Schnellreise, ja. Jetzt darf ich den ganzen Weg noch einmal laufen. Also wirklich. Langsam wird's echt lächerlich irgendwo, oder Leute? Was meint ihr? Also, ja. Ich verstehe auch nicht, dass dieses Institut noch nichts entwickelt hat, dass man mit diesem Anzug schwimmen kann. Das wäre natürlich viel, viel chilliger. Oh, Mann, 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 Mann. So, jetzt mal hier über die Brücke sprinten. Mal nicht schnell speichern zwischendrin, weil wir haben jetzt halbe Dinge mittlerweile weggemäht. Oh, jetzt muss ich kilometerweit laufen, ne? Ach, Mann, 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 Mann. So. So, dann hier rüber. So, nicht hier rüber. Was zum Teufel war das? So, dann hier rüber. Alter, hier bin ich auf Grund gar nicht gewesen. Wo bin ich? Bin ich hier richtig und wie komme ich hier wieder weg? Scheiße, was war das? Keine Ahnung. Ach, da hätte ich hoch. Ah, ich hätte da hoch gemusst. Jetzt gehörst du mir. Egal, wenn ich schon mal hier bin, irgendwas hier drin. Unbedingt den Helden spielen, was? Ja, natürlich. Bei dir sowieso. Wenn ich so eine süße Maus sehe wie dich, dann muss ich mal den Helden spielen. Aber gemütlich eingerichtet haben sie sich das hier. Das muss man nicht lassen. Das ist nicht schlecht hier. Ist doch ganz ansehnlich hier. Ja, komm, ganz ruhig, Brauner. So, jetzt bin ich hier drüben. Von hier aus kann ich hier runter. Dann hier. Ja, jetzt geht's ab, du scheiß Schlampe. So, geht doch. Wo ist der Runner? Der hängt irgendwo auf der anderen Seite des des Meeres fest hier quasi, oder was? Na komm, komm. Oh, Alter, jetzt ist auch so einer mit Millionen von Leben. Na komm schon, scheiß Ödländer, Alter. Und leb wohl, du scheiß Slitch, Alter. So. Die Birne ist weg. Da ist ein Schütztum. Das gibt's ja wohl nicht. Das war nicht die Granate, ich wollte eigentlich eine Splittergranate. Wieso habe ich denn keine Splittergranaten ausgerechnet? Splittergranate, die wollte ich eigentlich. Ich bin doch der Meinung. Lol. So kann ich also Granaten ausrechnen. Ich mache mal gut zu wissen. So. Hinüber? Endlich hinüber. Geht doch, Alter. Das Ding hat mich noch fast rasiert hier, Alter. Guck dir das mal an. So, was liegt da unten? So, wo muss ich lang? Ich tipp mal. Oh Gott, ich dachte gerade, ich spring daneben. Das wäre aber richtig bitter gewesen. So, dort hinten muss ich hin. Dort sind ein paar Puppen auf der Brücke. Ja, es sind Puppen. Ein Brett mit Parkinson. Ist auch nicht verkehrt. So, der ist auch weg. Und jetzt hier rüber. So, weg vom Fenster. Ich bin fast tot, sehe ich gerade schon wieder. So. Was haben wir hier? Ein bisschen ein Dings. Alter, Leichen über Leichen. Was ist denn hier los? Was haben die denn hier gemacht mit den Leuten? Heilige Scheiße.
Na komm, welcher Pisser schießt auf mich? Wenn ihr mich ins Wasser schießt, seid ihr tot. Ich raste aus. War wohl nichts. Ich will nicht schon wieder ins Wasser. Ich bin hier gerade sicher angekommen. Dann werdet ihr mich jetzt nicht schon wieder ins Wasser drängen. Sonst bekommen wir echt Beef, Leute. Aber so richtig Beef. Oh. Oh. Das war der Weg nach drüben. Komm zurück. Nein. Oh, ich bin auch blöd, ne? Na super. Der Weg nach drüben, den habe ich gerade mal weggeschickt. Na egal, so finde ich wenigstens noch ein paar Patronen, bisschen Stimpack. Eine Scheißhausschüssel. Ach man, fuck. Auf dem Raider bin ich aber immer noch nicht. Doch, da ist er endlich. Da ist der Runner und er lebt sogar. Ja, Ma'am. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Ja, ich denke mal, das können wir überhaupt machen. Informationen über den Sint? Ja, Informationen, gib mal her. Bezeichnung B592 befindet sich in der Hütte auf dem umgedrehten Frachtschiff. Er hat wahrscheinlich seine besten Kämpfer dabei. Daher sollten wir mit schwerem Widerstand rechnen. Sind Sie bereit, hineinzugehen? Ehrlich gesagt, nein. Ungeduldig. Direkt hinter Ihnen, Ma'am. Sehr nice, Alter. So gestellt mir ein Runner vor, der auf meine Befehle hört und nicht gegen mich kämpft. So sollte das doch aussehen. So, dann bestellen wir uns mal den Fahrstuhl wieder zurück. So, da kommt die alte Bude schon zurück mit Leuten an Bord. Ja, so soll es aussehen, Alter. Wenn er schon in die Gar mitreißt, dann muss er mitrechnen. So, nee, dann fahren wir jetzt mal auf die Insel rüber mit unserer schlecht ausgerüsteten Munition. Und würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss! 20 Millionen Tode später, 800 Untergänge, 30 Schiffversenkungen und 500 Leichen später haben wir es endlich geschafft. Wir sind mit unserem Runner so weit vorgestoßen, dass wir jetzt hier endlich mal mit ihm reden können und er nicht in irgendwelchen Kämpfen verwickelt ist. Naja, er war zwar eine ziemlich gute Hilfe, aber wir hier auf dieser wässrigen Brücke mit unserem Kampfanzug eher weniger. Naja, wir haben uns so gut wie es geht angestellt und würde sagen, wir stürmen jetzt diese kleine Burg hier. Obwohl ich glaube, wir sollten erstmal Waffen kaufen. Aber naja, mal schauen, wie ich das mache. Würde sagen, wir stürmen die Burg und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 mit eurem Twin Force. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch mein Video gefallen hat, vergesst nicht mehr ein kleines Like dazulassen. Und um auf dem neuesten Stand zu bleiben, abonniert einfach meinen Channel. Ich würde mich darüber freuen. Bis dahin. Tschüss.